Streit zwischen Coca-Cola und Edeka. Habe ich nichts von mitgekriegt, keine Ahnung. Das Einzige, was ich weiß, dass Mars, ne? Dass Mars nicht mehr vertreten ist aktuell, weil das ist aber Rewe, das ist nicht Edeka. Rewe, Kaufland, glaube ich, auch noch. Das Ding ist, ich esse gerne Twix. Und es gibt kein Twix mehr bei mir in der Umgebung, Digga. Weil hier gibt es entweder Rewe oder Edeka, wobei da habe ich jetzt noch nicht geguckt, ne, wie gesagt, keine Ahnung. Aber Edeka ist auch wieder ein bisschen weiter weg, also Rewe wäre halt perfekt für mich. Oder Aldi, aber die haben ja sowieso meistens nur im Angebot, wenn sowas ist. Das ist voll der Krampf. Und der, ich kann keinen Twix mehr essen, Digga. Das ist vielleicht besser so, da werde ich nicht so fett, ne? Aber trotzdem, es gibt einfach keinen Twix. Und alles, was zu Mars gehört, das ist ja nicht nur Süßigkeiten. Ich glaube, die machen doch irgendwie Tierfutter oder so, ne? Gibt's auch nicht mehr. Snickers, Bounty. Ach, Bounty auch. Ja, das erklärt, warum da auch kein Bounty rumgelegen hat. Cool. Ja, und wann gibt's das jetzt wieder hier? Die streiken ja irgendwie, ne? Weil, Mars will ja, glaube ich, eine Preiserhöhung für alle Produkte haben, weil alles teurer geworden ist, Strom, bla bla bla. Deswegen wollen die ja eine Preiserhöhung machen. Und irgendwie Rewe, Kaufland etc., die sagen so, nö, wir erhöhen die Preise nicht. Und wir zahlen euch auch nicht mehr oder so, ne? Was ich übrigens übelst korrekt finde, ne? Jeder andere Verein würde sagen, ja, macht doch die Preise teurer, ist mir doch egal, ne? Ich lege das eh noch hier ins Regal, wer kauft, der kauft, wer nicht, der nicht. Aber das finde ich echt eine übelst korrekte Sache, dass Rewe einfach sagt so, nee, die Preise sind so gut, wir wollen die nicht erhöhen, pisst euch. Finde ich echt korrekt. Bei Cola und Edeka ist das dasselbe Problem anscheinend, das wusste ich nicht. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja, ist ein schwieriges Thema, ne? Auf der einen Seite kann man das verstehen, weil die, ich will gar nicht wissen, was die zum Beispiel für eine Produktionsfabrik da, was die da an Strom bezahlen müssen. Und wenn der Strompreis ja nur ein bisschen ansteigt, dann zahlen die halt so viel mehr Cash. Und am Ende des Tages muss unser Produkt ja eigentlich dann auch teurer werden, weil sonst machen die ja einfach weniger Verlust. Aber ich sag mal so, ne? Ich weiß, ich kenne die Verhältnisse nicht, ich weiß nicht, wie viel das jetzt dann mehr für die macht und bla bla bla. Aber ich sag mal ein Beispiel. Jede Xbox, die verkauft wird, da macht Microsoft, glaube ich, wie viel war das? $100 oder sogar $200 Verlust. Wir sagen jetzt einfach mal in Euro, ist einfacher. Die Xbox kostet 500 Euro für uns. Aber die müsste eigentlich, damit die dann auch noch irgendwie bei Null da rauskommen, müsste die eigentlich 600 oder sogar 700 Euro kosten. Das machen die aber nicht, weil das einfach zu viel Geld für die Leute wäre. Und deswegen wird jede Xbox mit Verlust verkauft. Ich habe noch nie gehört, dass irgendeine Firma Sachen produziert, um die dann mit Verlust weiter zu verkaufen. Das ist eigentlich komplett dämlich, ne? Die machen natürlich diesen, also Microsoft ist sowieso reich des Todes und die machen natürlich auch Geld mit den Spielen, Add-ons, bla bla bla. Bei PlayStation ist übrigens dasselbe, ne? Die verkaufen die 100 Euro Verlust oder so. Das ist, wie gesagt, komplett dämlich, Digga. Es gibt kein Unternehmen, was sowas macht. Das ist ja unwirtschaftlich. Aber die macht natürlich wieder Geld mit den Spielen dann und bla bla bla. PlayStation macht's genauso. Unterschied ist, der Xbox-Preis ist bis jetzt zumindest gleich geblieben. PlayStation hat den Preis erhöht, ne? Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, habe ich auch auf meinem Discord gepostet. Die PS5 kostet jetzt nicht mehr 500 Euro, sondern 550 Euro, ne? Das heißt, die machen schon ein bisschen weniger Verlust jetzt, ne? So. Und was ich dann damit begründen wollte, ist, ich weiß nicht, ob man unbedingt, nur weil der Strompreis jetzt 1 Cent teurer geworden ist, ob man dann unbedingt direkt die ganzen Endverbraucherpreise so, ich weiß ja auch nicht, wie viel die da haben wollen, ne? Aber wenn das jetzt, keine Ahnung, so ein Twix kostet als Beispiel jetzt 1 Euro und die wollen auf einmal 1,50 Euro haben oder sogar 2 Euro, ja, Bruder, ist das natürlich komplett bescheuert, ne? Dann kann man vielleicht auch sagen, okay, komm, wir machen so viel Kohle, Digga, wir übernehmen erstmal den, wir gleichen jetzt erstmal mit unserem, ne, haben wir halt ein bisschen weniger Gewinn, dann sind wir halt keine Milliardäre, sondern nur noch Millionäre und dann müssen die Kunden nicht mehr zahlen, ne? Kann man natürlich auch machen, aber das wollen die anscheinend nicht. Das wollte ich eigentlich nur gesagt haben. So, ja, kein Twix mehr für Zocker. Schade. So, Junge. Schnauze voll. Keine mehr. Du bist lang genug gewartet, Digga. Es gibt immer noch kein, ich darf das Wort nicht aussprechen, verfifftes Twix irgendwo zu kaufen. Reicht jetzt, Junge. Jetzt kaufe ich mir was. Das ist scheiße da, Alter. Ich mal gucken, ob die das da haben. Aber eigentlich muss, ne? Mal gucken. Achso, ja, guten Morgen erstmal, ne? Höflichkeitsfloskel. Kennt ja heutzutage keiner mehr. Guten Morgen. Gerade aufgestanden. Mit einem Traum von Twix. Deswegen kaufe ich jetzt was. Falls du mal ein bisschen Joghurt haben willst, so
5 Kilo oder 10, keine Ahnung. Was hatte ich noch hier? Guck mal hier, Pudding. Junge, 5 Kilo Pudding, Digga, da bin ich aber dabei, ey. Ey, ohne Witz, ich dachte gerade, was liegen hier für komische Paletten rum? Das ist ein Stück Käse, Digga. Junge, was ist das? Warte, pass auf, guck mal. Guck mal hier. Ich kann das nicht hochheben. 15 Kilo. Ein bisschen Käse wird zu Hause, nehme ich mit. So, jetzt gehen wir mal zum Twix. Kein Bock mehr, Digga. Ich sehe nur Sachen, die ich haben möchte, Alter. Jetzt gehen wir aber hier zum Twix, Digga. Ich kann nicht mehr. Ich will jetzt mal Twix. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Schreibt mal rein, was ihr haben wollt. Ihr könnt ja gar nicht kommentieren, ne? So. So, mal hier. Oh ja. Oh ja. Hier gibt es das noch. Richtig geil. Willkommen in der Metro, Junge. Hier gibt's alles. Andere Seite ist Gummibärchen übrigens und so ein Kack. Warte mal. Seht ihr da hinten die Dinger? Gummimopeds. Wollen wir mal sehen, wie ein glücklicher Mensch aussieht? So. Junge. So muss das aussehen. Da hab ich den ganzen Karton mitgenommen. Ja, der war nicht ganz voll natürlich. Aber bei dem Preis, also ich weiß nicht mehr genau, aber wesentlich billiger, also wirklich wesentlich billiger als in Rewe, was ich immer bezahlt habe. Junge, also das hat sich mal gelohnt. Hey, wie viel sind das jetzt hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7 oder so. So, das schmeiße ich mir gleich noch. Junge, ich konnte nicht dran vorbeigehen, Digga. Das schmeiße ich mir gleich schön aufs Brötchen. Und das gönne ich mir jetzt für auf dem Weg, auf der Hand. Wobei für auf der Hand ist das schon ziemlich riesig, das Ding, ne? Größer als mal. So. Passt. Zack. Geht das noch zu, die Kacke hier? Ja, natürlich. Yeah.